Es ist ein Thema, das alle in Deutschland angeht. Jeden betrifft, unbequem ist und gerne verdrängt wird. Der Umgang mit Rechts. Schreibung. Was ist denn hier los? Er hat meinen Power falsch geschrieben. Du gehst in 1000 Talkshows und trinkst mit 1000 Frauen Kaffee, während ich hier rumsitze wie ein Hefeknödel. Und heute muss ich noch nach Prittwitz. Nina Schmidt, hochschwanger, zieht los, um ihren Freund zu suchen, der vielleicht von Nazis entführt wurde. Aber das ist längst nicht alles. Ich soll jetzt wegkicken, wenn ausländische Mitbürger auf offener Straße von Nazis vermöbelt werden, oder was? Na, keine Nazis. Wir müssen reden. Du kannst mal anrufen, wenn du Deutschland regierst und in Polen einmarschierst. Wie stellst du dir das vor? Hi Hitler! Hi Hitler! Mann, ey! Über Gewalt. Kissenschlag! Über die Polizei. Wir können hier. Über den Verfassungsschutz. Sollten wir nicht stets aufs Neue abwägen zwischen der Effektivität unserer Arbeit und der Wahrung der Menschenwürde? Ach, ist doch Pappela. Über Jesus. Jesus, Fresse! Jemand, der Hunde liebt, der kann kein ganz böser Mensch sein. Korrekt. Über Migranten. Es gibt so viele Libanesen. Die Russen, Albaner, Türken. Ein bekannter schwarzer Buch. Person of Color, bitte. Deutschland muss mal aufhören, sich in die Hose zu machen. Über die Antifa. Die Aufkleber da? Ist das so eine Art To-Do-Liste? Atomkraft abschalten, Castor schottern? Willst du dich über unseren anti-imperialistischen Kampf lustig machen, oder was? Und natürlich über Nazis. Morgen früh wird Polen uns angreifen, dann müssen wir zurückschlagen! Na, schicken Sie doch erstmal die Polizei vorbei. Die soll mal nachschauen. Mann, sind wir peinlich und kleinlich! Hey, Hitler! Komplett isoliert, ohne Zeitgeist und peinlich! Bisschen kultiviert, Entschuldigung, dass keiner... Oh, lala! Funktioniert. Seid ihr alle auf dem rechten Auge blind? Also solche Scherze, die sparen Sie sich mal bitte.